Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marschmap ohne Gräben 3.1. Ja, ich bin hier auf Feld 1, möchte hier Raps ernten, habe zwei Mähdrescher hier. Gerade in der letzten Folge festgestellt, ich hatte die falsche Cosplay-Version installiert. Habe immer eben die aktuelle Developer-Version runtergeladen. Und will jetzt gleich mal meinen Kurs hier berechnen. Sage ihm dafür, wir sind auf Feld 1, Startposition. Aktuelle Fahrzeugposition. Fahrtrichtung automatisch. Vorgewende mache ich so viel wie geht. Oh, es geht jetzt mehr. Aha. Naja, so viel brauchen wir auch nicht. 6 Vorgewende machen wir mal. Und die Vorgewende-Eng machen wir scharf. Das bedeutet, er fährt wirklich bis in die Ecke rein und lässt da nicht mal noch was stehen. So. 2 Fahrzeuge. Auf selben Kurs. Rechne den Kurs. Jetzt. Er fährt links. So, sieht doch gut aus. Verband aktiviert. Ja, was auch immer das heißt. Wir gucken mal. So ganz wie die, es ist kein Tutorial hier, sondern einfach ein Let's Play. Ich probiere das selber gerade aus, wie es funktioniert. Und schau mal. Er fährt los. Bei ihm. Du fährst rechts davon. Aktivieren, Absage. Fahrer einstellen. So, warum fährt er nicht? Doch, jetzt fährt er. Warum mal er jetzt macht. Okay, das soll mir recht sein. Ja, da fängt er es ja erst an. Bin mir nicht so sicher, ob ich denen nicht sagen soll, sie sollen beim Abtanken stehen bleiben. Das gucken wir mal, wie das mit dem Abtanken jetzt funktioniert. Zu, dass ich hier mal so ein bisschen abtanken schon mal fahre. Kann jetzt den Kurs noch nicht starten, wobei doch. Der war ja, glaube ich, hier hinten. Tja, Feld 1. Oh, perfekt. Fahrer einstellen, nächsten passenden Wegpunkt. Erfahrung aktivieren. Einstellen. Jetzt mal gespannt. Oh, oh, da hinten kommt
wir natürlich in diese Ecken, wo es immer schwierig ist. Naja, jetzt auch schon steht. Ich glaube, hier muss ich mal wieder einen anderen Weltrandkurs berechnen lassen. Ich glaube, dass der nicht so sauber ist. Dämlich. Kann ja sein. Aber hier sollte eigentlich das Feld auch gleich, was dann ohne Probleme läuft, ratzfatz abgeerntet sein. Na komm. Na, der andere kommt. Der andere Abtanker. Moin. Jetzt da vorne voll gegen oder was? Oh Mann, ey, wie blind kann man sein? Wie blind kann man sein? Der andere ist gleich voll. Macht's nicht besser hier mit den Abfahrern. Ich ja sagen, ne? Ja, der ist voll. Hat er jetzt vor, gegen Baum fahren, was so cool ist. So, los, Abtank, Otter. Los, mach nichts, wenn es schnell geht. Ich sag mal so, wenn es nur so ein paar kleine Startschwierigkeiten gibt, dann finde ich das ja auch durchaus noch okay. Dass dann hier nachher komplett albern wird,
stehen bleibst, ist ja toll, aber fahr doch den nicht immer in die Karre. Ja, so langsam wird's, ja. Da hinten ein Abfahrer. Ja, und wir bringen das immer erstmal alles hier zum Silo. Dann schauen dann, was wir damit machen. Aber kurze Wege. Dann klappt das wohl alles. Brauchst gar nicht versuchen. Noch nicht voll. Ich tanke ich noch. Auch den dritten Drescher noch mit verbunden nehmen können. Ne? Das Feld so zack abgeerntet. Fast. Das sieht schon ganz cool aus. So. Finde ich. Geht. Wie fehlerfrei, ob das fehlerfrei läuft. Der eine Abfahrer steht immer noch. So ertragreich ist der Raps auch gar nicht, ne? Haben wir mit zwei komplette Runden und haben irgendwie gerade einen Wagen voll. So, er fährt jetzt hinterher zum Abtanken. Tanko Mio. Ups, komm. Das dauert. Die ja extra auf ein bisschen niedrigen Füllstand immer so gestellt, wenn das die Abfahrer schon zum Abtanken fahren sollen, damit die dann nicht so lange Stillstandszeiten haben. Schadet ja eigentlich nichts. Ich meine, ich habe ja zwei. So, warum machst du nicht weiter? What's your problem? Geht doch hier ratzifatzi. Das ist doch echt nice. Das kann man, da kann man mit arbeiten. Wenn das alles jetzt noch irgendwie problemlos läuft, bin ich doch sehr zufrieden. Wenn der andere Abfahrer da oben jetzt dann auch mal zu tun kriegt und den anderen Drescher gleich abtankt, ich glaube, ich weiß nicht, 50% oder 60% ist ja eingestellt, dass er losfahren soll. Das ist doch alles gut. War alles schön. Dann kann ich mich dann danach um die Kartoffelernte mal kümmern. Dann ganz zum Schluss die Dingsaufgabe, die Rübenernte. Aber ich kann ja auch gleich schon mal hier, wenn hier fertig ist, können wir hier schon sehen. Kann man schon Weizen aussehen. Wenn ich schon wieder Raps. Raps haben wir erst gerade drauf. Hab ich irgendwann mal gelernt, dass das nicht so toll sein soll. Monokultur an ja, ausübt. Endet oder wie man das auch immer nennen möchte. Daher denke ich mal, kommt hier dann Weizen drauf. Raps brauchen wir hier in der Nähe nicht, Weizen brauchen wir in der Nähe aber auch nicht. Zwar alles dicht am Hof, aber die ganzen Betriebe, die das weiterverarbeiten, sitzen alle ein bisschen weiter weg. Funktioniert das denn bei dem anderen Abfahrer? Ja, das funktioniert. Wahnsinn, er hat's gefunden. Mag es kaum glauben. Das wäre. Wir fällt er jetzt erstmal gegen Baum oder so.
Fast. Nicht sauber ist das auch. Da stehst du auch ganz toll. Ganz, ganz toll. Ist fast gar nicht im Weg. Oh, der Drescher traut sich schon gar nicht weiter zu fahren, oder traut der sich nicht, weil er da drüben am Wenden ist? Wartet er deshalb? Ja, deshalb wartet er. Na, hier, das könnte gerade eben so klappen. Motor an, wenn nicht schlecht. Nochmal Platz machen. Mache einstellen. Ja, viel kommt hier wirklich nicht raus, ne? Viel Raps. Wird's gedüngt, war das Feld. Ja, nix. Steckst du nicht drin. Brauchen aber Raps. Wir müssen auch Speiseöl, auch beides. Nein, lässt er da vorne auch was stehen, aber das finde ich ist komplett zu vernachlässigen im Vergleich zu dem, wie es sonst immer so lief. Sonst standen da ja mal halbe Felder noch in den Ecken. Ja, nicht schön. Wie dem auch sei, das war's für diese Folge. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like, lasst mir einen Kommentar oder was auch immer da. Abonniert mich, würde mich freuen. Und noch mehr freuen würde mich das, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, ciao!